Fall hat seine Sensation. Vor 75.000 Zuschauern trafen sich in Hamburg Hannover 96 und der 1. FC Kaiserslautern zum Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft. Hannover spielt in weißen Hosen. Angriff der Hannoveraner, aber Hölz rettet. Situation vor dem Hannoveraner Tor. Da schießt Eckel einen Prachtschuss ab und bringt Kaiserslautern mit 1:0 in Führung. Aber die 96er lassen sich nicht entmutigen. Sie greifen den Favoriten an und mit dem Schlusspfiff zur ersten Halbzeit erzwingt Kotz den Ausgleich. Zweite Halbzeit. Die Lauterer im Gegenangriff. Aber ihnen soll heute nichts glücken. In der 48. Minute will Kohlmeier abwehren und verschuldet ein Eigentor. 2:1 für Hannover. Da brennt es schon wieder im Strafraum des Feuersmeisters. Wewe zerdrückt fallend das 3:1 ein. Die Sensation des Tages bahnt sich an. Die Hannoveraner wachsen über ihre eigene Form hinaus. Pausenlos greifen sie die Pfälzer an. Wewetzer am Ball. Schuss, Latte. Da köpft Kohl wunderschön ein. 4:1 für die Hannoveraner. Kaiserslautern ist geschlagen. Hetz köpft eine Flanke von rechts. Unhaltbar in die Maschen. 5:1. Mit diesem sensationellen Ergebnis wurde Hannover 96 deutscher Fußballmeister 1954. Von Tausenden umjubelt, kehrt die Siegermannschaft nach Hannover zurück und wird im Triumphzug durch die Straßen geleitet. Ein großer Tag für Niedersachsen-Hauptstadt und ein schöner Lohn für eine tapfere Mannschaft.